Herzlich willkommen und einen schönen Freitagabend. Hier ist mein Rateteam. Andreas Witasek. Ulrike Beimpold. Gerold Rudle. Thomas Maurer. Und Viktor Gellert. So, unser Thema der Sendung. Haha, Thanksgiving. Das war gestern, ja. Thanksgiving. Erntedank oder Danksagung. Also Thanksgiving hat in den Vereinigten Staaten von Amerika ein bisschen eine intensivere Bedeutung als bei uns Erntedank. Und deshalb wollen wir uns mit Truthahn und mit Gemüsegutis für besonders gute Rateleistungen revanchieren, ja. Gut, ihr wisst ja, ein Thema bei Thanksgiving, also was tabu ist im Moment an amerikanischen Tischen, Trump. Wirklich. Das ist das Tabuthema. Damit wir uns gut vertragen, redet man nicht über Trump quasi. Definitiv, das sind schon Familien zerbrochen mittlerweile. So, wenn wir schon vom Essen sprechen, wenn wir schon vom Gemüse sprechen, also da gibt es verschiedene Gänge. Jetzt kommt eine super Überleitung. Passt auf, ich habe wirklich lange geübt. Da gibt es verschiedene Gänge und wenn einmal ein Salat auch ein Gang ist, dann haben wir vielleicht einen Gangsalat. Nein, ich möchte wissen, was ist ein Gangsalat? 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 Gangsalat, den haben wir da im ORF immer wieder. Mhm. Bei ihr mit dauernd. Ja, haben wir. Vor dem Umbau auch schon oder nach dem Umbau jetzt erst recht? Es ist ja jetzt gerade Umbau. Jetzt, das jetzt kommt natürlich noch dazu. Erst, du, jetzt ist wieder mal Umbau. Aber so. Mir geht es immer wieder so. Ich komme irgendwo rein und denke mir, hä, wo ist denn das Studio? Dann stehe ich im Klo, dann merke ich, nein, es ist echt Studio. Es ist verwirrend. Jetzt schon? Ja, das ist so, was der. Also gemäß des Mottos, stell dir vor, es ist Umbau und keiner findet hin. Aber es war vor dem Umbau auch schon, das sagst du, also Generalkonzeption, Diplom-Ingenieur Franz Kafka. Du, ist das so eine Fusion-Küche? Die haben doch in der Fusion-Küche haben die doch immer die seltsamsten Gerichte und dann richten sie den Salat so ganz schön her, wie einen Gang. Ja. Und dieser Gang führt dann zum Hauptgericht. Naja, das ist aber nicht das Wesen der Fusion, das kann dir aber wahrscheinlich der Herr Maurer besser erklären. Das sind so quasi, dass verschiedene Richtungen kombiniert werden, dass da so artische Küche... Na eben, der Gang und der Salat. Ja, aber Gang ist prinzipiell keine Kochrichtung, also kulinarisch. Erster Gang, zweiter Gang, Hauptgang. Ich habe einen Fiat, ich habe einen alten Fiat, da gibt es immer einen Gangsalat. Ja, das ist gut. Ja, das zum Üben, oder? Da brauchen wir einen Schalthebel. Wow. Hoi, grüß dich. Ja, aber du bist ja Radfahrer, sonst wüsstest du das. Also wenn hinten, wenn sie dann die Käden so in die Kranzeln verhängt, das wäre für mich so die erste Assoziation des Gangsalats. Mhm. Ja, habe ich auch schon ein paar Mal. Also wenn es vor allem zwischen den Kranzeln hängen bleibt. Genau, hat man ganz schwarze Finger. Ja, das ist aber ich sehe es nicht. Nein, so hat sich jemand ein Haus bauen lassen und hat bei allem mitgeredet, nur nicht bei den Farben, die in den Gängen aufgetragen wurden. Und dann präsentiert der Baumeister oder der Architekt das fertige Haus und der schaut die Gänge an und sagt, entschuldigen Sie, was ist Ihnen da bei den Farben eingefallen? Das ist Popelgrün und das ist so, ja, wie ein Endivien-Salat und das ist, und der sagt, das ist Gangsalat, das verstehen Sie nicht. Ich muss da eine, super, also, wie war die Farbe? Popelgrün? Also bei Rahmegrün. Aber ist das grün? Über viele, viele Jahre haben da zufällig. Ja, also nicht, wenn es bei dir nicht grün ist, solltest du unbedingt zum Arzt holen. Ich weiß, du bist Hypochonder und es ist ein ganz schlechtes. Ich muss kurz nachschauen. Wo kommt bei dir der Popel raus? Nein, ich bin gesund, keine Ahnung. Es gibt ja viele Menschen, wenn man jetzt zum Beispiel Deutsch spricht und man vielleicht Anglizismen oder einfach Lehnwörter aus anderen Sprachen reingibt, da gibt es Leute, wenn sie ein Wort nicht verstehen, die tun das sofort googeln, um das Wort quasi zu verstehen oder zu lernen. Ja. Und dann gibt es Leute, die sind wahnsinnig ungehalten, weil jemand kein deutsches Wort dafür verwendet hat. Mhm. Und vielleicht ist es jemand, sagt, und ich war da jetzt in einem wunderschönen angelegten Garten aus dem 17. Jahrhundert, da war so ein Labyrinth. Und ich sag, was war das? Gangsalat. Ja, da. Was ist das jetzt? Eine Kartoffel oder ein Erdapfel? Potato. Potato. In dem Fall möchte ich auch dafür plädieren, dass es kein Truthahn ist, sondern ein Indian. Natürlich. Ein steirischer Indian. Den kann man übrigens aufsetzen. Bitte, ja, machen wir dann schon. Keine Sorge. Bitte, Oliver, mach. Okay, gut. Kennst du denn oft, also eine sehr schöne Tradition, die ich alle meine Kinder gelernt habe, das Truthahn verhöhnen. Also das Indian verhöhnen, wenn man sieht, muss man singen.
Rot und Blau ist nicht schön, Indian muss bellen gehen. Ha, 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 ha. Und dann kommt da hinter. Die regen Sie auf? Ja. Kann das jedem empfehlen? In welcher geschützten Schule warst du? Ja, wirklich. Das ist political sehr incorrect. Ja. Ja. Niemanden sollte man verhöhnen. Ja. Mich haben sie verhöhnt. Als ich seinerzeit Gangsalat hatte, ich wollte eigentlich nur diesen Opa-Gang-Style, wollte ich noch machen. Und dann haben sie gesagt, das ist aber kein Tanzstyle, das ist Gangsalat. Opa-Gang-Salat, Gangsalat. So, entschuldige. Ja, es ist weit hergeholt. Was ja, redest du? Was? Kannst du das bitte noch einmal machen? Was war jetzt? Oh, die Gangnam-Style. Den Gangnam-Style. Gangnam, diese Nummer da aus Korea. Ja, also, sexy Lady. Jetzt du. Da Gangnam-Style. Uli. Sexy Lady. Komm. Opa am Gangnam-Style. Koste mal vom Apfel der Versuch. Uli. So. Schwere Verletzung. Jetzt ist mir die Karotten weggefallen. Gangnam-Style, das hab ich nicht verstanden. Das macht das ja ist nicht. Ja schon gar nicht mehr wahr. Vielleicht, wenn irgendein Wesen stolpert, dann hat es einen Gangsalat. Ein junger Hund zum Beispiel. Aber es muss eine Vegetarierin sein. Ein junger Hund, der über seine eigenen Beine stolpert, hat dann so einen Gangsalat. Wir reden von der Pferdedressur. Wir sprechen von der Pferdedressur. Danke, dass du das so aufgelegt hast. Ja, aber jetzt. Ja, wenn zwei dieser vorgegebenen Schrittmuster und Schrittfolgen durcheinander gemengt werden, sagt dann der Preisrichter, ui, da gibt's Abzüge, das war jetzt, mein Lieber, ein Gangsalat. Ich lasse das gehen. Das ist vollkommen, nein, aber es ist vollkommen richtig. Bravo, Gerlof! Bravo! Aber schau, ja, muss man eigentlich, weil du hast über die Bahn... Danke, Andi. Über die Bande. Man muss es jetzt ein bisschen verfeinern, das Ganze. Es hat also tatsächlich Jargon von Reitsportlern, vor allem die mit solchen Pferden zu tun haben. Das sind die Islandpferde, auch Islandponys genannt. So, es gibt diese Gangarten, hast du schon richtig Trab, gesagt? Trab, Galopp, Pass und Tölt. Und das ist aber speziell für Islandpferde. Pass und Tölt. Ich habe mir sagen lassen, Tölt ist so eine Gangart, wo du als Reiter drauf sitzt und gar nicht spürst, dass du vom Pferd bist. Also schon, aber das ist nicht so. Ja, immer so die, ja genau. Ja, richtig. Ja. Und die Schulen. Die Schulen. Genau. Ja, auf Island lässt sich's gut schulen. So. Und genau das, wenn diese Gangarten durcheinander kommen, dann spricht der Fachmann, die Fachfrau von Gangsalat. Birgit Zimmel aus Wien bekommt dafür einen 300 €. So, vom Gangsalat einen Schritt zurück ins Jahr 1982. Das war vor 36 Jahren. Ich glaube, ihr könnt euch alle noch daran erinnern. So, da kam eine... Ja, an meine Geburt natürlich. Ja. Der Sommer 1982, erinnert euch, da kam eine ganz neue, spezielle Tiefkühl-Lasagne in den Handel. Aber die war ein dermaßen großer Flop, dass sie kurze Zeit später wieder vom Markt genommen wurde. Ich möchte von euch wissen, warum. Weil sie mit Zucchini gemacht worden ist und nicht mit Nudeln. Und warum wollen das die Leute nicht? Weil der Pferdefleischanteil zu gering war. Da haben sie die Island-Ponys verarbeitet. Da war ja vor zwei Jahren der Skandal, weil zwar gestanden ist, es handelt sich um vermischtes, zusammengeschnittenes. Da ist gestanden Schwein und Rind und dann haben sie das untersucht und sind aufgekommen, ui, da war ein Polizeipferd auch drinnen. Ich glaube eher, dass sie produziert wurde in Finnland. Und die finnische Produzentenfirma hat geheißen Mäkel Gacki. Und du willst nichts essen, wo Gacki draufsteht. Also, das ist aber finnisch. Und heißt in Wirklichkeit nur hervorragende Lasagne. Mäkel Gacki. Aber in Österreich sagst du halt, Gacki ist sie nicht. Das nehme ich mir nicht. Das ist eine gute Antwort, lieber Gerold. Ja. Obwohl sie falsch ist. Ja, aber sie ist ganz nah dran. Nein, ganz nah auch nicht. Aber... Aber vielleicht für unsere Farbfremden, oder wie heißt das, was ihr seid? Ich weiß nicht. Andreas Wittersek, unser Farbfremder. Politisch korrekte Ausdruck für Farbenblindheit. Du bist unser Farbfremder. Farbfremder. Ich würde glauben, das ist politisch korrekt für Asylant. Ja, Farbfremder. Genau. Vielleicht war das eben blau, die Verpackung.
Und nicht mehr, weil es so ähnlich ist, weil ich das ja toll finde mit der Finikaki. Findest wie du toll? Geht. Das ja, findest du toll. Nein, deinen fand ich toll. Ja, danke. Und dass das vielleicht eben eine Farbe hatte, die so schier war, dass man gesagt hat, na, blau wie Schimmel. Vielleicht haben sie nicht Lasagne aufgeschrieben, sondern Sag Lange. Sag Lange? Ja, und das haben sie, nein, ja, vielleicht. Aber in der Bezeichnung war das falsch. Vielleicht zum Testimonial. Weil da gab es ja damals den Pietro Pizzi, das könnte man sagen, war der Scherdener oder der Familie Putz der 80er Jahre. Das will Pietro Pizzi. Den gibt es ja heute noch. Nein, es war irgendein. Lass ihn kurz die Geschichte weitererzählen. Was war da ja. jetzt? Und ich glaube, der Weiße Riese war noch nicht in Rente. Und die Clementine. Die Clementine von Omo. Gab es damals noch den Ikea-Elch, den du in einem deiner Programme in Pension geschickt hast? Na, der Elch, ja, das kennt sie aus. Ja, war doch. Oh ja, ganz sicher. Der Kampari unterm Tisch, der ist dann nicht. Ja, das bitte. Das war eine Werbung. Ich wir verabschieden uns jetzt von allen, die unter 50 sind. Ja. Und begrüßen die Zuschauer von Dreisat. Ja. Der Gerold war eigentlich schon ganz gut. Du hast es so vom Namen her. Ja. Und was hast du da gemeint? Also quasi, dass es die Firma, die finnische Firma war. Ja, eine finnische Firma, die natürlich in Finnland einen ganz normalen Namen hat, aber bei uns in Österreich halt einfach eigenartig klingt. Okay. Nicht oder nur uns irgendwie da eigenartig, wohnt? Vielleicht hat es einfach, keine Ahnung, statt Dr. Oetker und jemand hat eine Firma, die dann Dr. Leichnam kassen oder ja. Dann haben sie gedacht, ui, das war nicht so gut. Ja, oder sie dachten, es ist von einer deutschen Firma gewesen und sie dachten, sie müssen für den österreichischen Markt nichts ändern. Und es ist aufgestanden, original italienischer Schichtnudelauflauf. Lecker. Das ist ein oder der Slogan. Der Slogan anknüpfend an Thomas seinen Dr. Leichnam, sterben gut. Was gibt es Neues? Diese Sendung ist seit Jahren etabliert. Okay? Pass auf. Und stell dir vor, wir kämen jetzt auf die Glorie, wir müssen expandieren und machen nächste Woche eine ernstzunehmende Wissenschaftssendung. Hä? Würde uns doch keiner abnehmen, weil die Marke Was gibt es Neues ganz anders punziert ist. Also. Und darin liegt die richtige Antwort. Das war eine Marke, die hat vorher nur Pizzen gemacht. Immer nur Pizzen. Nein, Pizzen, oder Pizzen. Nur Germknödel. Oder nur Luftpumpen. Oder nur Popcorn. Mohnnudeln. Oder gar Chips. Etwas, was überhaupt nicht mit Essen zu tun hat. Hast du Klopapier? Ein Klopapier? Ja, die Semperit-Lasagne. Ja. Gut. Oliver, es war Klopapier und das haben sie immer verkauft als das mehrlagige Wunder. Ja. Und das haben sie dann mit der Lasagne gemacht. Das mehrlagige Wunder, sehr schön. Ja. Aber schön. Die Semperit-Lasagne, genau ja. Das ist der Gedanke. Ja. Du siehst es. Nein, du siehst es etwas und denkst dir, und da kam die Lasagne, soll nämlich, habe ich mir sagen lassen, gar nicht so schlecht gewesen sein. Also im Bereich von Tiefkühl-Lasagne, wie gut sie eben sein kann. Aber du siehst es, und wir werden es gleich sehen, mit dem Produktnamen, mit der Firma, die für etwas ganz etwas anderes bekannt ist, und denkst dir, bleh. Brill. Glock. Pass auf, jetzt können wir natürlich so gute wie den Einschel, Lorenz. Die ist toll zum Schießen. Die schießt eine. Gut, jetzt können wir natürlich stundenlang noch weiterraten, welche Firma. Und hier ist die Auflösung. Ta-ta-ta-ta. Nein! Colgate. Das geht gar nicht. Siehst du? Ist das Ort? Also Deutschland Colgate, bei uns Colgate. Und die haben gesagt, wir sind so eine starke Marke. Wir machen jetzt Lasagne. Nein. Und ich habe das Bild, wie ich das zum ersten Mal bei der Redaktionssitzung gesehen habe, war genommen. Oh. Ja. Das ist ja, weiß ich, wir waren OP-Zahnbürstel macht. Ja. Das, das Einzige. Ja. Da haben damals sogar Zahnarztgattinnen gesagt, das ist die einzige Abendspeise, wo man sich danach nicht Zähne putzen muss. Das ist von Colgate. Ja, was sicher, ist doch super. Nah. Brauchst du nach dem Essen immer die Zähne putzen? Ja, genau. Jetzt können wir bitte weitermachen. Ja, gerne. Ich muss mich noch bedanken bei der Stefanie Hofer aus Innsbruck mit einem 300-Euro-Büchergutschein. Danke vielmals.
Meine Damen und Herren, und hiermit kommt mein wöchentlicher Aufruf, meine wöchentliche Bitte an Sie. Wir können diese Sendung nur so lange machen, solange Sie uns interessante Sachen schicken. Ja, lustige Fachbegriffe, kuriose Dinge, die Adressen sind eingeblendet. Und wir kommen Sie auch gerne mit der Kamera besuchen, wenn Sie sagen, ich möchte dem Rateteam einmal die Frage persönlich stellen. Bitte, dann haben Sie jetzt Ihren großen Auftritt. Hallo, ich bin die Conny aus Oberösterreich. Worum handelt es sich bei einem sogenannten Gurkenaufzug? Ach so. Das gibt es bei so Unterhosen, wenn man so ein bisschen enger stellt. Willst du es kurz demonstrieren? Gurke kann ich da keine bieten, aber eine Karotte hätte ich. Ich hätte eine größere. Falls aber das ist wirklich schön. Es gibt auch diese, früher diese Badehosen gab es, wo man ja, wo so ein Nichts war. Ballettdänzer haben das auch. Susi. Ah, Ballett. Ballettdänzer tun wieder sowas eine. Ja, die Hasenpfote. Das war meine Frage. Ist es im Küchenwesen? Gurkenaufzug. Nein, aber vielleicht ist es in der Fabrik, wo viele verschiedene Gemüsen eingelegt werden. Gemüsen in essig-saure Tonerde, oder wie das heißt. Die Gurke ist krank. Sie muss eingelegt werden in essig-saure Tonerde. Essig-saure Tonerde ist, wenn ich eine Verstauchung habe, oder? Ja, der uraltes Rezept meiner Großmutter. Wenn du eine Verstauchung hast, musst du immer einen Gurken aufmachen. Ich habe mir die Gurke verstaucht. Ich brauche Essigsäure Tonerde. Oder was? Ui. Ah, Wahnsinn. Ui. Wie heißt das, wenn das in Milchsäure-Dings... Also in die Milchsäure? Ja, das wird immer ärger. Nein, das heißt wirklich so, Milchsäure verkehrt. Also wenn das Essiggurkel zum Salzgurkel gemacht wird oder umgekehrt, ist egal. Und dann ist in der Fabrik eben der Lift... Wo die Essiggurke durch die Salzlacke hinaufgezogen wird, Salzlacke? Dass die nachher dann das Essiggurkel ein Salzgurkel wird. Ich hab's nicht verstanden, aber schauen wir es im Fernsehen an. Uli, komm. Ich liebe dich, Uli. Dieser Gurkenaufzug wird uns seit Jahren immer wieder als mögliches Ding der Woche eingeschickt. Nussknacker! Ich schwör das dir! Sicher! Der Gurkenland! Ja, ja! Oh ja. Garantiert! Aber sowas von sicher ist das oder ein Nussknacker. Aber was haben wir am meisten? Wir haben am meisten Nussknacker, wir haben am meisten Eierköpfe. Und Sexspielzeug haben wir auch. Aber vielleicht ist es nicht. Uli, wir haben ihn nie verwendet. Weil es so offensichtlich ist. Wir zeigen euch das. Und dann sagen wir, es ist ein Gurkenaufzug. Nein, du würdest das anders nennen, aber du wüsstest sofort, was es ist. Ja, gnädig, Steff, verzeihen Sie meinen Aufzug, aber wollen Sie mehr Gurken sehen? Du machst das an die... Das ist der Gurkenaufzug. Aber der Aufzug als Kleidung, das könnte natürlich auch die Uniform der neuen berittenen Polizei sein, was zum Leberkasers Gurkel geliebt hat. Ich weiß es! Die grüne Uniform. Sehr lustig. Ich weiß es! Ja, ein Präservativ. Ein Gurkenaufzug. Ach so, zum Anziehen. Wenn ich ihn sehen würde, würde ich es wissen. Das ist ein Gurkenaufzug. Jetzt, pass auf, jetzt muss ich aber... Na, bitte. Gerold, sag du. Das finde ich jetzt... Ein Gurkenaufzug. Und jetzt stelle ich mir gerade den zu Hause vor, der sich denkt, schau, Präservativ, was macht man mit dem? Das schicke ich zum Ding der Woche. Und ihr müsst dauernd sagen, na nicht schon wieder. Ja. Und da steht in der Redaktion einer mit dem Uhrschlüssel und sagt, ja, wo ziehe ich das auf? Genau. Ich freue mich aber schon auf mein nächstes Date. Und wir halten es in der Hand und sagen, braucht man da noch was dazu? Oder ist das ich hab's hier drin. Ja, ich hab's hier. Recht. Ja, wenn es recht ist, gebe ich zu. Wie abtörnen, du bist auf deinem ersten Date und dann fängt der an, ich brauche noch einen Gurkenaufzug. Na, sie sagt, hast du eh einen Gurkenaufzug mit? So ist das. Ja, dann hängt der Himmel voller Geist. Ja, absolut. Gibt's absolut. Auch eine Fernsehkampagne. Nie ohne Gurkenaufzug. Ja. Ah.
Also auf jeden Fall muss was sein, was man einschicken kann. Ja, man kann es einschicken. Das ist so offensichtlich, die Cornelia wird uns jetzt genau demonstrieren, was der Gurkenaufzug ist. Bitte. So schaut er aus, der Gurkenaufzug. Dieses Plastikteil wird auch Hebesieb genannt und dient dazu, die in Gurkengläsern geradezu unerreichbar am Boden liegenden Gewürz- oder Essiggurkel an die Oberfläche zu heben. Und dann kann man es mit den Zacken am Glasrand einhängen. Unverzichtbar und wieder etwas mehr Plastik für unsere Umwelt. Ja. Das ist mein Gurkenaufzug. Da sagt der Kreis, so greifen wir hinein in die... Entschuldigung, Presse, haben wir da jetzt eher Standfoto, wenn da... Ja. Und man kann sich auch schneiden bei, das ist mein Gurkel. Standbild, auch Ding von Viktor Gernot. Das ist mein Gurkel. Ich glaube, es sind mindestens 3 Ö24 Lesereporter. Ich glaube, ja. Endlich haben wir ihn erwischt. Ja. Jetzt kommen wir zum Ding der Woche. Ah, jetzt, dass wir gleich erkennen werden. Ja, das Problem ist, ich habe im Moment noch mehr Spaß, weil ich weiß schon, was es ist. Und ich zeige es Ihnen jetzt via Insert, meine Damen und Herren. Und ich weiß, dass österreichweit alle, die jetzt das Insert lesen, sich denken, hä? Ja, das gibt's. Wozu es dient, bleiben Sie dran. Ja, wie es geht. Wirfst du es? Ja, das ist ja... Das ist ein Würstelbecher, wo der Senf aussieht. Genau. Ja, ein Wurstatzel für Feinde. Ja. Also auf Distanz hat es ja ausgedrückt, wenn es aus Karton wäre, aber es ist aus Plastik. Das Plastik, der Firmenname ist zugeklebt. Gell? Welche Farbe hat es für mich? Weiß. Bitte? Welche Farbe hat es? Weiß ist es. Elfenbein. Oh, das darf man nicht mehr verwenden. So, na, Winterweiß. Winterweiß? Winterweiß. Ich würde sagen, weißt du, also in Deutschland haben sie sowas gern, um so Würste zu kredenzen. Currywurst. So kleine, so Currywurst. Und vielleicht ist das, die haben wir gerne, also so dann Pommes-Schranke. Was? Also Pommes-Schranke ist mit Ketchup und mit Mayo. Ja, rot-weiß. Und da geben sie hier Ketchup rein und Mayo und die Schranke kommt dann da unten raus, wenn man da so ein bisschen drauf schüttelt. Also das ist eine Ketchup-Mayo-Mix-Vorrichtung für deutsche Wurstgenießer. Alleine für die Wortkreation würde ich dir gern was geben. Es ist nur leider sowas von falsch. Weil warum sind unten die Öffnungen, wenn es ein Teller... Dann ist es vielleicht für Kebab ohne alles. Karotte! Ja. Möhrchen. Achtung, dein Glas gib bitte weg, Thomas. Das davor, damit wir... Also damit man sehen. Freie Sicht aufs Ding der Woche. Also es, was es mit Sicherheit ist, es ist schwer... drauf zu kommen. Ja, hundertprozentig. Man könnte es da vielleicht arretieren mit diesem. Ihr könnt nie drauf kommen. Ja, man kann es ein, aber auf was? Auf worauf? Wir auf können nie drauf kommen. Also, du kannst natürlich Stäbchen einstecken beim Asiaten, aber dicht wird es nicht sein. Die Sojasauce brennt es dann trotzdem aus. Ja. Man kann es. Kann man das sozusagen als Schuppenhobel verwenden? Ich habe keinen Schuppen, ich habe nur Nissen. Wer eben hat. Aber die Nissen... Gerald erklärt das jetzt sehr gern genau. Du bist. Danke für mein Urnett von ja, dir. Ja, weil die Bettwanzen haben auch Babys. Ja. Wenn es im Bett danach zugeht, ja, dann schon. Gib dein Gemüse und das Glas weg, damit wir uns genau daran erinnern können. Ich glaube ja eher. Also da bin ich schon absolut bei dir, dass man es irgendwo, man kann es vermutlich, gibt es irgendwo eine Vorrichtung, wo du dieses Ding dann anstecken kannst. Also falls ich es nochmal herzeigen darf. Es hat ja hier so zwei, sehen Sie das jetzt so, zwei Öffnungen, die allerdings nicht sehr symmetrisch sind. Und da gibt es wahrscheinlich eine Vorrichtung, da kann man das Ding so anstecken und dann fällt es dir nicht mehr runter. Zum Beispiel kann das sein Würstel to go. Vielleicht gibt es einen Würstelstandl Drive-In, wo du mit dem Auto fährst. Und es gibt bestimmt schon USB-betriebene, leuchtende Extra-Vorrichtungen, die kannst du beim Forstinger, ich habe einen Firmennamen gesagt, kannst du das kaufen. Das kannst du vorne in die Lüftung einstecken, das ist aber nicht
gerade gelungen, daher ist es so ein bisschen schief und dann kannst du das Würsteltatzel da reinstecken und kannst während dem Autofahren immer der Würstel fressen, weil es da vorne steckt. Weißt du, was ich meine oder war ich dir zu schnell? Wurscht. Wurscht. Was ist das? Ein Kürbis? Der ist überblieben von Halloween. Ja, der ist von Halloween überblieben. Das aber der Obst der Woche. Heben wir auf bis nächstes Jahr, bis er größer das ist. Das Obst der Woche. Was ist der? Ja. Ja, aber der ist starrhart und hat 18 Kilo. Uli, gib mal. Uli, löse es auf. Löse es einfach auf. Es ist vom Material her eher was für die Küche oder fürs Bad. Mhm. Ja. Als fürs Auto, meinst du jetzt, oder was? Ja, nein, weil es Nässe erträgt. Das Material. Nein, weil es Nässe erträgt. Du redest von mir im Regen. Ja. Das Material. Ich bin ein bisschen bei frustriert. Praktisch alles erträgt Nässe. Von Pferdtrogen ist was anderes. Ja, okay, gut. Also es ist so, es ist ein bisschen schade, weil es nicht andersrum kippt. Es kippt nämlich so rum. Ich habe gedacht, es ist ein kleines Zuhause für die Seife. Wenn man im Bad... Das Zuhause ein kleines Zuhause. Seife. Ja. Was hat der Seife an Meldezettel aus? Ja, ja. Ja, oh ja, und dann bilden sich so schöne Seifenstalaktiten, ja, wenn so langsam der Schmier oben rein. So wäre, könnte man die Seife reingeben, könnte man es beim Bad, da hat man ja manchmal sowas, wo man liest, könnte man es einhängen und dann würde die Seife, die durch das Duschwasser nass wird, könnte da runter tropfen. Man ja, und dann kann man das Buch auch ein bisschen einseifen, damit man besser umblättern kann. Ja, genau. Und jetzt ist aber leider so, es rinnt gegenläufig. Es rinnt was gegenläufig? Okay. Ja, aber es ist so, aber weißt du, wenn es so wäre, würde es da so raustropfen. Aber wenn du das als Seifenschale verwendest, ich meine, normalerweise die Seife badet die ja so quasi in ihrem eigenen Saft. Ja. In ihrem eigenen Saft. Und so da könnte es abrinnen. Ja, das meine ich ja. Aber es ist leider gegenläufig. Wenn es so wäre, würde es abrinnen, aber so rinnt es da runter. Ja, da gibt es halt eine Vorrichtung, wo du so einstecken kannst. Dass das. Nein, das geht ja nicht, weil das Einstecken ist ja da, wo es rauskommt. Nein, das kannst du ja wohl drauf. Das Einstecken ist da, wo es rauskommt. Schon auch manchmal. Ja, schon auch manchmal. Aber ist es Küche oder Bad oder Klo? Ist es aus diesem Wahnsinn, Universum? Du, das frage ich mich manchmal auch. Ich komme wo rein und denke mir, ist das Küche, Bad oder Klo? Ja. So viel ich habe mir gerade überlegt, wie die Welt ausschaut, wenn die Uli sie in 7 Tagen geschafft hat. Friedlich und liebevoll. Ja, danke. Das ist ein einziges Ding der Woche wahrscheinlich. Küche, Klo oder Bad? Küche, Klo oder Bad. Nein, weder noch. Das Ding verwendest du nicht in der Küche, nicht am Klo, nicht am Bad, in deiner ganzen Wohnung verwendest du es. Im Auto. Okay. Im Auto verwendest du es auch nicht. Das ist... Okay, es gibt so Würstelstandeln am Gürtel, wo spät in der Nacht schon ziemlich angesoffene hinkommen. Die stinken ein bisschen. Und da kann man das mit so einer Vorrichtung ganz weit hinreichen, sodass die nicht zu nahe kommen für einen Würstler. Für einen Würstelstandler. Aber so einer Teleskopstange. Ja, der zieht das aus und der kriegt dann die Zwutschgeln oder die. Das Krokodil, den Bugel. Wenn ich das einmal sage, dann hat das eine besondere Qualität, weil ich normalerweise der bin, der das Ding der Woche vor euch immer verteidigt. Aber das ist das erste Mal, dass ich sinnlos findest. Das ist wirklich sinnlos. Du würdest es nicht verwenden. Ja, aber ich. Und du hast dir schon ein paar Sachen gewünscht und da bin ich heute noch nicht drüber. Aber ich muss aber sagen, dann. Dann ist es, also wenn es nicht fürs Auto und nicht für die Wohnung ist, dann muss es ja fürs Freie sein. Ja, 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 fürs Freie. Für den Garten. Du kannst also Blumenzwiebeln drunter setzen, dann wachsen die durch diese Öffnung und wenn die Blumen ihre Blüten verlieren, brauchst du nicht zusammenkehren, weil sie liegen alle im Küsser. Was hast du gerade gemacht damit? Ich möchte hier was aufschaufeln. Ich wollte dir ganz was sagen. Jetzt komm, na, sag. Ich schaufel da irgendwas auf, Erde zum Beispiel, und kann sie hier damit transportieren oder irgendwas weg mit Schaufel oder so auf. Hasendacki. Oder weil das so klein ist, dass das da reingeht. Du gehst in den Garten und suchst Hasendacki oder was? Und wenn du das daheim in der Wohnung hast, dann ist es meistens. Du kannst Insekten oder Schnecken. Urlaub am Bauernhof, man hat mir Hasendacki versprochen. Ist es. Aber vielleicht ist das sowas wie ein Nacktschneckensplitter. Entschuldige. Also du hast.
fahren tust, was ich, was die Nackschnecken gern haben. Und dann durch diese zwei Ausgänge, ne? Gehen sie ins Wasser rein, raus und du kannst mit zwei Scheren gleichzeitig. Das ist grauslich. Okay, das ist sehr grauslich. Ja. Nein, ich habe gesagt, ich bin nicht die Zielgruppe aus dem einfachen Grund, weil das für Kinder ist. Und der Einzige, der es eigentlich von der Bewegung richtig gemacht hat... Ich komme eher von der Pantomime her. Ja, ja, das ist der Witterseck. Der hat also trotzdem noch ein bisschen so diese kindliche Anwandlung in sich. Weil du kannst im Sand kannst spielen. Du kannst hier und da machst du so und hast die Form. Ja. Weißt du, was du damit machen kannst? Sandburgen bauen. Nein. Sandpommes. Aber warum ist das nicht Sandpommes? Bunt? Meine Damen und Herren, das ist wirklich das Sinn. Sandpommes. Ja, das Güte. Will jetzt die haben. Ja. Aber Oliver, pass auf. Entschuldigung. Das ist. Ich muss aus dem Werbetext jetzt vorlesen. Darf ich aus dem Werbetext vorlesen? Bitte. Sandpommeshobel in authentischer Kartonschüsseloptik. Das unverzichtbare Gerät für jeden Sandkastenwürstelstand. So funktioniert's. Ja, aber ich habe begonnen mit Würstelstand und habe Pommes auch gesagt. Ich habe Hallo. Einfach ignoriert. Ja, ich habe Pommes gesagt und Schranke und. Ich rede aber von einem Sandkastenwürstelstand. Okay, das hast du nicht. Das ist immer so. Fünf Kinder und nur ein Spielzeug, die fangen zum Streiten an. Ich habe das gesagt. Und trotzdem mit den Sandpommes brauchst du am Abend weniger kochen. Ja, ich habe gehört, dass viele Kinder auch schon die Würstel sich selber machen. Aber wie funktioniert das? Bitte, Nummer eins, zuerst den Sand anfeuchten. So, dann tolle Sandpommes formen. Standbild 2. Und servieren, das macht Spaß und schaut auch vollgeschmackig aus. Wie echte Pommes frites. Super. Wenn Sie ein Weihnachtsgeschenk für Kinder brauchen, die Sie echt nicht mögen. Da ist es. Jetzt, ich hoffe, ich habe da jetzt nicht irgendwie was getriggert. Ich muss mich nämlich bedanken bei der Familie Mitas aus Wien. Und ich bin überzeugt, wenn die Familie Mitas Kinder hat, die lieben ihre Kinder und das ist super. 300 Euro bitte. Das sind Pommes. Unglaublich, hat jemand erfunden oder hat irgendjemand überredet, das herzustellen. Mhm. Jetzt wird es verkauft. Und es gibt auch jemand, der das kauft. Dann auch. Ja. Ist das nicht immer eher so, da bleibt irgendwo bei einem Industrieprozess was über und man sagt, was ist denn das für ein Scheiß, das müssen wir irgendwie noch anbringen. Das schickt man den Bayern, die finden dann aus. Fantastisch. So, was gibt es Neues im Kino? Kommende Woche läuft die Culture Clash Komödie. Womit haben wir das verdient von Eva Spreizhofer bei uns an. Burgschauspielerin und Mord mit Aussichtstar Caroline Peters, die erst letztens den Nestor bekommen hat, und Simon Schwarz spielen darin die geschiedenen Eltern der 16-jährigen Nina, die plötzlich zum Islam konvertiert. Patchwork und Pubertätsprobleme treffen hier auf kulturelle und religiöse Vorurteile. Ich glaube, das kann recht lustig werden. Und den Simon Schwarz haben wir heute gebeten, uns die Promi-Frage zu stellen. Hallo, schönen guten Abend. Ja. Wenn Sie französische Komödien wollen, dann sollten Sie in den Film gehen, weil dann wird er Ihnen gut gefallen. So, ich habe die Ehre, eine Promi-Frage zu stellen. Und zwar, es geht um einen Begriff, das klingt ein bisschen so, als würde ich was damit zu tun haben. Das ist aber, glaube ich, überhaupt nicht so. Oder vielleicht auch doch, das weiß ich nicht. Ich kannte es auch überhaupt nicht, also wahrscheinlich eher nicht. Es geht auf jeden Fall um den Begriff Strickfilm. Was ist ein Strickfilm? Was ist ein Strickfilm? Der ist so fad, dass man da bestricken kann. Strickfilm. Ja. Ein Alternativfilm, ein Independentfilm, wo man halt wo gestrickt wird. Ja. Ich glaube, hat es einen Film gegeben, Hängt ihn höher? Das ist ein Strickfilm. Also ja. Das ist es. Das ist es. Das arme Huhn. Wir sind beide dafür, dass der Gerold recht hat. Ja, das ist lieb von euch. Das ist aber super Antwort. Antwort. Unsere Stimme hast du, Gerold. Gerold Rudle holt sich sein Goodie. Gut. Das ist auch zum Aufsetzen. Ja, das hat ja heute noch keiner aufgehabt. Vielleicht ist es... Happy Thanksgiving! Hilf deinen Freund. Hast du das aufgesetzt? Ich hab's aufgesetzt. Muss man da durchschauen? Oder du musst das so aufsetzen. Wobei, ich hab mich gerade erinnert.
Ich danke vielmals Gerold Rudel und Viktor Gernert, ihr habt diese Frage gerettet. Vielleicht ist es ein anderer Name für Episodenfilm. Aha. Viele kleine Geschichten bilden ein Ganzes und die Geschichten sind auch ineinander verstrickt. Deswegen, Moment, Strickfilm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn es ein Cartoon ist, dann ist es ein Zeichenstrickfilm. Auch schön. Ja, auch oder? Schön. Ist gut. Gut. Ist gut. Warte, er gibt was. Nein. Warte, er gibt was. Das ist gut. Ich spiele nicht mit. Auch schön. Es könnte aber auch ein Film aus einem gewissen Milieu sein, wo jemand auf den Strick geht. Ein Strickmädchen. Ja, jetzt rennt sie. Den Praterstrick gibt es dazu. Natürlich. Die Spitzenklöpplerin war so ein Arthouse-Film der 70er Jahre. Ja. Da gibt es sicher die Strickliesel. Die Strickliesel, richtig. Es wäre so einfach gewesen. Der Gurkelaufzug war ein Aufzug, der Gurken transportiert. Und der Strickfilm ist ein Film, bei dem man strickt. Ja. Aber ja. So einfach ist das. Das ist eine Filmvorführung in einem Kino. No. Ja, und das Licht geht nicht ganz aus. Es wird nur gedimmt. Das heißt, ja toll. Es ist so ein bisschen noch halb dunkel. Aber das ist gleich zu Beginn gesagt. Ja, das ist eben eine. Und die Leute kommen und können dabei stricken. Lieber Seher, sicher die Regisseure. Lieber Seher, wenn Sie zurückspulen vielleicht. Die erste Antwort habe ich gegeben. Da habe ich einen Film, bei dem er strickt. Ja. Hast du gesagt? Ja. Ja. Naja, er tut gerade so langweilig. Naja, Moment, aber. Es ist nicht ein Film. Moment, wir müssen jetzt schon wirklich genau sein. Das ist die schamloseste Zeitschinderei seit der Wiederholung der Bundespräsidentin. Es ist kein Film, bei dem man strickt, sondern eine Filmvorführung, Ganz was anderes, ja. Okay, also, und warum haben wir den Simon Schwarz gebeten, uns diese Promi-Frage zu stellen? Der hat in der allerersten Strickfilmvorführung quasi mitgespielt, weil der Film, ich glaube, der hieß der Stricker. Zweisitzrakete mit Manuel Rupay, das war die erste Strickfilm-Vorführung. Ah. So, und jetzt frage ich doch den Simon Schwarz, wo gibt es diese Strickfilm-Vorführungen? Diese Strickfilm-Vorführungen gibt es alle paar Monate im Breitenseer Lichtspiel. Hingehen, mal ausprobieren und was zum Stricken mitnehmen. Wisst ihr was, wir gehen das nächste Mal gemeinsam hin und dann wird alles ordentlich durchgestrickt, ja? Gut. Ihr wart ein hervorragendes Rateteam. Sie waren ganz großartige Zuseherinnen und Zuseher und ich verabschiede mich auch bei Ihnen zu Hause. Nächste Woche gibt es eine Classics-Folge von Was gibt es Neues und die nächste reguläre ist dann in 14 Tagen wieder am Schirm. Ich danke Ihnen, schönes Wochenende. Bis demnächst.